Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Heute bilingual, zweisprachig. Einmal die Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei von Nossat Peseschkan, das Buch, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. And after I read it in German, I will read it in English, out of Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy, The Merchant and the Parrot. So all the English speaking viewers have to wait for a little while and practice the German. So, the story I'm about to read, die Geschichte, die ich jetzt lesen möchte, heißt Das Verhältnis von Seele und Leib. Wisse, dass die Seele des Menschen über alle Gebrechlichkeit des Leibes und Gemütes erhaben und davon unabhängig ist. Dass ein Kranker Schwächezeichen aufweist, rührt von den Schleiern her, die sich bei ihm zwischen Seele und Leib drängen, denn die Seele selbst bleibt unberührt von jeder körperlichen Störung. Denke an das Licht der Lampe. Auch wenn ein äußerer Gegenstand ihre Strahlen unterbrechen kann, so scheint das Licht selbst mit gleicher Helligkeit weiter. Ebenso ist jede Krankheit des menschlichen Leibes ein Hindernis für die Seele, so dass sie ihre innere Kraft und Stärke nicht äußern kann. Wenn die Seele den Leib verlässt, so wird sie jedoch eine Kraft zeigen und einen Einfluss entfalten wie keine andere Gewalt auf Erden. Jede reine, geläuterte und geheiligte Seele wird eine ungeheure Macht gewinnen und in überschäumender Freude jubeln. Stelle dir eine Lampe vor, die unter einen Behälter gestellt ist. Sie leuchtet zwar, doch ihr Schein dringt nicht zu den Menschen. Denke ebenso an die Sonne, die von Wolken verdunkelt wird. Siehe, wie ihr Glanz scheinbar abgenommen hat, während die Quelle jenes Lichtes doch tatsächlich unverändert blieb. Die Seele des Menschen gleicht dieser Sonne und alle Dinge auf Erden seinem Leib. Solange kein äußeres Hindernis sie trennt, spiegelt der Leib in seiner Gesamtheit weiterhin das Licht der Seele wider und wird von ihrer Kraft aufrechterhalten. Sobald sich aber ein Schleier zwischen beide legt, scheint die Helligkeit des Lichtes nachzulassen. Denke wiederum an die Sonne, wenn sie sich ganz hinter Wolken verbirgt. Zwar wird die Erde noch von ihrem Lichte erhellt, aber die Menge des Lichtes, das sie erhält, ist viel geringer geworden. Erst wenn sich die Wolken zerstreut haben, kann die Sonne wieder in voller Pracht erstrahlen. Ob nun aber Wolken da sind oder nicht, ist für die natürliche Leuchtkraft der Sonne einerlei. Die Seele des Menschen ist die Sonne, die seinen Leib erleuchtet und ihm seine Nahrung spendet und sollte auch dafür angesehen werden. Beobachte auch, wie die Frucht, bevor sie wächst, als Anlage im Baum liegt. Würde der Baum in Stücke gehauen, so könnte man doch keine Andeutung und nicht das kleinste Stückchen einer Frucht darin finden. Sobald sie sich aber entwickelt, kommt sie, wie du gemerkt hast, in wunderbarer Schönheit und herrlicher Vollkommenheit zum Vorschein. Manche Früchte erreichen die höchste Entwicklung sogar erst, nachdem sie vom Baume gepflückt worden sind. So, also ein paar Bilder, die uns in der heutigen Geschichte entgegenkommen. Und jetzt können alle Deutschen sozusagen ihr Englisch verbessern, indem sie der englischen Geschichte lauschen. In der englischen Ausgabe sind auch sehr schöne Bilder immer mit drin. So, the English story is called The Relationship Between Soul and Body. Know thou that the soul of man is exalted above, and it is independent of all infirmities of body or mind.
That a sick person showeth signs of weakness is due to the hindrances that interpose themselves between his soul and his body. For the soul itself remaineth unaffected by any bodily ailments. Consider the light of the lamp. Though an external object may interfere with its radiance, the light itself continueth to shine with undiminished power. In like manner, every malady afflicting the body of man is an impediment that presenteth the soul from manifesting, preventeth the soul from manifesting its inherent might and power. When it leaveth the body, however, it will evince such ascendere and reveal such influence as no force on earth can equal. Every pure, every refined and sanctified soul will be endowed with tremendous power and shall rejoice with exceeding gladness. Consider the lamp which is hidden under a bushel. Though its light be shining, yet its radiance is concealed from men. Likewise, consider the sun which hath been obscured by the clouds. Observe how its splendor appeareth to have diminished, when in the reality the source of that light hath remained unchanged. The soul of man should be likened unto this sun, and all things on earth should be regarded as his body. So long as no external impediments intervenes between them, the body will, in its entirety, continue to reflect the light of the soul and to be sustained by its power. As soon as, however, a veil interposes itself between them, the brightness of that light seemeth to lessen. Consider again the sun when it is completely hidden behind the clouds. Though the earth is still illuminated with its light, yet the measure of light which it receiveth is considerably reduced. Not until the clouds have dispersed can the sun shine again in the plenitude of its glory. Neither the presence of the cloud nor its absence can in any way affect the inherent splendor of the sun. The soul of man is the sun by which his body is illuminated and from which it draweth its sustenance and should be so regarded. Consider moreover how the fruit, ere it is formed, lieth potentially within the tree. When the tree to be cut into pieces, no sign nor any part of the fruit, however small, could be detected. When it appeareth, however, it manifesteth itself, as thou hast observed, in its wondrous beauty and glorious perfection. Certain fruits, indeed, attain their fullest development only after being severed from the tree. Gleanings from the writings of Baha'u'llah. Well, this indeed was very old English, and I hope that I pronounced at least 50% of it rightly. So, but this is how my dear friend Sheda Rafat intended the first lecture in German and English. So I wish you a very happily and wonderful Sunday and a very good start in a new week, and hope to see you again tomorrow when I read a new story from The Merchant and the Parrot. So ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Guck mal, Nosrat guckt hinter dem Buch hervor.
wenn ich eine neue Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei lese. Bis dann. Ciao.